Die Zeichnung, die ungebrochene Anziehungskraft der Natur, hat ein bisschen einen lyrisierenden Titel, das habe ich aber nicht ungern. Die würde ich so beschreiben, es ist ein Stadion, aber statt der Mannschaften, die dort spielt, beobachten die Leute fasziniert einen Wald, der dort wächst und wo sich weiter nichts rührt, außer dass vielleicht der Wind die Blätter bewegt. Das ist alles. Das ist ein Wahnsinnsbild. Wenn man das jetzt noch real erlebt, das ist ja noch irrer. Und jetzt bekommt das natürlich noch so eine Tagesaktualität, die nicht schön ist. Nicht? Also die Entwicklung des Klimawandels und so weiter. Aber trotzdem, ich muss immer sagen, es ist ein Kunstprojekt und es bleibt ein Kunstprojekt. Ich sehe meine Rolle, dass ich ein Ermöglicher bin, ein wichtiger Ermöglicher, der diese Idee zur Realität werden lässt, damit eine Bewusstseinsbildung geschieht auf der ganzen Welt, speziell in einem Ort, wo Wald vorhanden ist, diese Bäume darzustellen, weil die Bäume und ein Wald spiegeln uns wieder, wie ein Miteinander geht und jede Pflanze miteinander kann. Und so sollten auch wir Menschen miteinander umgehen. Und diese Ermöglicher bin ich gerne und ich freue mich, dass es umgesetzt werden konnte. Also für mich ist Wald eigentlich schon so ein Ort, wo sich mein Bezug zur Welt immer ein bisschen wieder einrenkt. Es ist ein Ort der Ruhe, einfach, ja. Einfach etwas, das man einfach besser in Ruhe lassen sollte. Was mich ganz besonders beeindruckt hat, das war der Duft, wenn man da reingeht, so ein ganz, ganz besonderer Duft kommt dann in die Nase, ja. Weil man nicht hineingehen kann, birgt es für mich auch eine Art Geheimnis. Wie ist es, wenn die Natur sich das, was der Mensch geschaffen hat, wieder zurückholt? Tschernobyl beispielsweise, es geht sehr schnell. Und dann sieht man da den Wald, man hat fast das Gefühl, dass der jetzt von unten hereingedrungen ist und so von oben das Stadion so überwältigt irgendwie. Ich war zu der Eröffnung von Fort Forest zum ersten Mal in meinem Leben in diesem Stadion. Und ich war erstaunt über das Ausmaß meiner Berührung. Also ich war wirklich ergriffen.